Servus, liebe Freunde, halli, hallo, herzlich willkommen hier wieder zurück zur Mega-Challenge und wir sind, ja, erntereif. Wir können loslegen, also was heißt loslegen, wir können weitermachen, ne? Also wir haben jetzt die Möglichkeit, hier endlich wieder was einzufahren. Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen mit dem Baum gekämpft. Wir zeigen erstmal hier so ein bisschen die Übersicht. Ich muss mich ganz kurz selbst reinfinden, weil ich habe jetzt fast eineinhalb Wochen nicht aufgenommen. Wir haben noch die Einsaat auf der 8, das ist schön. Wir haben Tumtitum, zweimal Ernte, das ist auch gut. Müssen wir danach was machen? Oh, hier müssen wir pflügen. Oh je, oh je, oh je. So, ansonsten haben wir auf der 20 noch fast erntereif. Gut, also von daher alles im grünen Bereich. Bei den Kühen sieht es soweit eigentlich ganz okay aus. Bei den Schweinchen sieht es einigermaßen wow aus. Und ich bin soweit sehr glücklich. So, hier starten wir den Helfer natürlich wieder für die Zuckerrüben. Das war weiterkommen und wir sollten auf dem anderen Feld auch noch mit der Ernte weitermachen, damit wir dann noch ein bisschen in die Puschen kommen. So, jetzt gucken wir mal gerade. Hier machen wir schnell sauber. Da kommt jetzt schon richtig viel zusammen. Das müssen wir sogar zwischendurch mal abkippen. Ansonsten kriegen wir das mit einem Schwung gar nicht rein, aber ist ja auch gar kein Thema. So haben wir zumindest die Möglichkeit, hier gut zu arbeiten. Wir haben unseren Warrior mit dem großen Tank. Da bin ich sehr glücklich drüber. Wir haben hier unsere... Wie stehst du denn da? So hab ich die aber nicht abgestellt. Ja. Very much interesting. Wir klappen das mal lieber zusammen. Weil das haben wir nicht so abgestellt. Das haben wir anders gemacht. Aber okay. So, wir müssen eigentlich nur deswegen einklappen, damit die Stützen hochgehen. So, und dann bringen wir den mal wieder in eine vernünftige Position. So, okay. Das läuft. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Fährt der jetzt weiter oder bleibt der stehen? Doch, der fährt weiter. Da war so eine ganz schmale Spur. Also den Übergang geschafft, in Ordnung. Da war ich jetzt eben schon ganz kurz ein bisschen irritiert. So, wo ist eigentlich unser Big Body? Den suche ich gerade noch. Da ist er. Da ist er ja, unser Big Body. Mit dem müssen wir nämlich jetzt mal langsam zum Abtanken fahren. Oh, nicht an Windrad hängen bleiben. Das wäre nicht gut. So. Und dann werden wir hier mal jetzt die Abtankung auf der 17 vorbereiten. Und mit dem kleinen Kipper fahren wir dann zur 16, dass wir dort abtanken können. So, das haben wir jetzt eigentlich zeitlich ganz gut hingekriegt. Hier auf der 17, denke ich mal, wird noch eine Menge Mais reinkommen. Das ist auch wichtig. Ich überlege schon, ob wir das gerade für die Tiere nehmen. Das müssen wir uns mal anschauen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. So, nur falls es dann soweit ist. Hier, Monsieur le JCB ist vorbereitet. Aber ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen. So, auch hier müssen wir mal sauber machen. Hier bei den Kühen kommt ja auch wieder so ein bisschen was zusammen. Oh, das sieht gut aus. So, und die Mischration geben wir natürlich auch wieder ab. Damit ist das auch erledigt. Gut, mit dem Baum werden wir uns noch ein bisschen weiter beschäftigen. Ich habe schon echt überlegt, wie gesagt, ob es nicht Sinn macht. Oh, der ist schon bei 50%. Okay, dann müssen wir gucken. So, ja, dann haben wir eigentlich alles am Laufen. So, wir klappen den mal aus. Wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob wir das für die Tiere behalten, die Ernte, die wir jetzt gerade einfahren. Also wir kriegen eine Menge Mais rein. Wir haben allerdings auch noch ein bisschen Mais, aber Mais haben wir keins mehr im Silo. Das wäre vielleicht gut. Sojabohnen haben wir auch noch massenweise da. Ich glaube, die können wir verkaufen. Ich denke mal nicht, dass wir da so viel brauchen werden. Wir sind an sich gut aufgestellt. Es ist überall gut Futter da. Die Tiere vermehren sich alle fleißig. Vor allem das gefällt mir hier mit den Schweinen. Ich finde das so genial. Das dürfte dann auch eine ganze Menge Kohle bringen. So, jetzt müssen wir mal das Gerät wechseln. So, und dann schauen wir mal. Wir schalten den Freund mal ein. So, und jetzt müssen wir mal wieder gucken. Ich und Baumstämme, ne? Das ist ja immer so ein bisschen das magere Thema. Ob wir das einigermaßen vernünftig hinbekommen. Vor allem, dass hier dann immer so ein bisschen aus der richtigen Perspektive anzupacken, ist schwierig. So, ich denke, so sind wir ganz gut. So.
Dann machen wir den, nehmen wir den mal auf. So, drehen das Ganze mal ein bisschen. So, jetzt sehen wir auch ein bisschen, wo wir sind hier, ne? Das ist echt eine Katastrophe. So. Gut. Ja, hier den richtigen Punkt zu finden, ist gar nicht so einfach. Da tut man sich manchmal dann doch ein bisschen schwer. So, jetzt müssen wir es mal aufmachen. Mal gucken, ob er es einzieht. Oh, ich krieg den gerade gar nicht hier raus. Das sieht sehr seltsam aus. Oh, das gefällt mir gar nicht, was der da gerade macht. Wir müssten das Ding mal hochkriegen. So, jetzt haben wir es doch. So, und wir kriegen wieder ein bisschen was rein. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir können natürlich auch mal... Ups, ich sehe nichts. So, probieren. Ob, na, hallo. Da war doch noch ein anderer Baumstamm. Hier. Ist der zu schwer? Objekt zu schwer. Ja, also wir müssen das schon mit dem Kran machen. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich gar nicht so das Problem. So, dann fahren wir den auch mal aus. Weil ich habe auch keine Lust, das alles jetzt da klein zu sägen. Das ist genauso doof. Deswegen würde ich das lieber, wenn es geht, so aufnehmen und dann entsprechend verarbeiten. So, und das geht eigentlich ganz gut. Ist nur hier mit der Maussteuerung ein bisschen schwierig. So, ist natürlich wieder einschalten. So. Und jetzt lassen wir mal auf das Ganze. Gucken, ob das schon eingezogen wird. Na komm, zieh, zieh, zieh. Jawohl, so ist schön. Ah, und wir kriegen wir den Bäumchen schon eine ganze Menge rein, ne? Muss man doch mal sagen. So, ich glaube, wir müssen erstmal abtanken. Erst einmal abtanken. Und zwar ist der jetzt schon fast voll. Der ist schon voll. Oh, ich habe die markiert. Ich hab das gar nicht gesehen. Ui, ich habe das überhaupt nicht gesehen. Dass der schon voll ist. Unglaublich. Na gut, aber kein Problem. Kriegen wir hin. Wenn man so bei den Bäumen drin ist, dann ja, ist man irgendwie für alles andere blind. Ich weiß auch nicht warum. Das scheint so ein kleines Problem zu sein. So, das ist der Freund, das ist die da, das ist der. Wo ist denn unser Kleiner? Da. So, mit dem müssen wir nämlich auch jetzt ran, und zwar zur 16. Ich will nur schnell mal bei den Hühnern gucken, dass wir da bei der Gelegenheit gleich mal mit sauber machen. Oh, ist nämlich auch schon einiges wieder zusammen. So, Hauptsache immer so ein bisschen sauber halten, ne? Das hilft definitiv, die Produktivität aufrechtzuerhalten. So, und wir gucken mal auf der 16, wie es da aussieht. Da müsste eigentlich auch bald so bei 70-75% sein. Boah, ich bin froh, wenn es wieder hell wird, ne? Also das mit der Nacht, das ist echt blöd. Aber jetzt, selbst wenn es ginge oder wir gesagt hätten, wir spulen vor, würde das jetzt auch keinen Sinn machen, weil wir mitten in der Ernte stecken. Das ist natürlich dann auch schwierig. Aber gut, kriegen wir. So, das läuft auch ganz gut. So, fahren wir hier mal nebendran. Dann kann der den auch gleich leer machen. So. Perfekto. Ich denke, die Sojabohnen können wir wahrscheinlich verkaufen. So, und auf der 8 ist leer. Das heißt, da müssen wir dann doch nochmal nachfüllen. Aber ist kein Problem. War ja auch abzusehen. Haben wir uns in den letzten Folgen ja auch schon entsprechend so ausgerechnet, dass das so kommen wird. Von dem Punkt her, ja, werden wir das gleich machen. Dann ist die 8 auch bald fertig. Und ich möchte aber natürlich auch schauen, dass wir hier die Mission so gut es geht fertig bekommen. Denn es warten noch weitere Missionen auf uns, die auch viel Geld und viel Körnchen bringen. Und ihr wisst, Körner, wenn man viele Tiere hat, braucht man ohne Ende. Wir bringen natürlich das mit dem kleinen Kipper jetzt erst einmal ins Silo. So, das bringt ja jetzt nichts da, den kleinen Kipper zu verkaufen. Wenn, dann schauen wir später. Ich habe übrigens jetzt auch einen schönen Trailer gefunden. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige, mit dem wir hier große Sachen transportieren können. Ich wollte ja erst den Pacesetter nehmen. Pacesetter hat aber das Problem, der kann nicht alles transportieren. Das ist doof. Und das ist natürlich sehr ungünstig, wenn wir da dann etwas haben, was wir aber eigentlich gar nicht voll nutzen können.
Und das macht ja keinen Sinn, dafür viel Geld auszugeben. Ich zeige euch das mal schnell. Und zwar den Anhänger, den ich jetzt rausgesucht habe, ist hier der Lizard Underbelly. Er steht jetzt 110.000 Liter, aber ich will natürlich das mit dem Single Tank. Wir könnten das machen. Ich finde es aber übertrieben. Also 110.000 Liter ist, finde ich, zu viel. Mit 80.000 Liter, das können wir machen. Das, denke ich, ist in Ordnung. Und den werden wir, denke ich, dann auch zum Einsatz bringen. Ich gucke mal gerade, was wir jetzt eigentlich an Kippern im Moment haben. Wir haben die drei und das war's. Da bin ich am Überlegen, ob wir dann eventuell den kleinen Kipper, den ganz kleinen, abgeben. So, der ist gar nicht so richtig ausgeklappt aus, gell? Das sieht so ein bisschen wackelig aus. Ah, okay. Gut. Aber da können wir jetzt noch nicht anfangen. Das ist noch ein bisschen zu früh. Deswegen schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen vorankommen. Kann ich den jetzt trotzdem fahren? Nee. Geht nicht. So, weil ich befürchte aber, wir müssen den noch ein bisschen umstellen. Das mit dem langen Baumstamm, wie gesagt, das wäre jetzt ein Gedanke, den erstmal einfach auf die Seite zu legen und dann zu gucken, ob wir hier vielleicht den später verkaufen können. Weil wir kriegen ja trotzdem einiges an Hackschnitzeln rein. Da brauchen wir uns eigentlich nicht viele Sorgen zu machen. Ist nur die Frage, wie kriegen wir den Baumstamm jetzt hier erstmal wegtransportiert? Das ist das nächste Thema. Das müssen wir heute mit dem Kran mal ausprobieren, ob das so geht. Denn ich glaube, der Baumstamm steht im Moment sowieso ungünstig, weil er auf den anderen Sachen drauf ist. Und ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. So, ich habe keine Ahnung, ob wir den bewegt kriegen oder ob der zu schwer ist. Wir probieren es mal, aber ich bezweifle es. Ich bin da schon fast der Überzeugung, dass das in die Hose geht. Aber ihr kennt mich, ich probiere immer gerne aus. Deswegen werden wir auch das jetzt mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob er den nimmt. Oh, den nimmt er sogar. Alter, das ist ja schick. Den nimmt er sogar. Toll, jetzt haben wir den großen Baumstamm und ich weiß gerade gar nicht, was wir damit anstellen sollen. Oh, Alter, ist das cool. Wir könnten den ganzen Baumstamm jetzt bewegen. Ich weiß noch nicht, ob das Sinn macht. Ich weiß auch nicht, wie weit da die Physik jetzt mitspielt. Ui, 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 ui. Also bis jetzt geht das sogar. Da bin ich jetzt wirklich überrascht. Oder kommt, wir hauen den Baum rein, ne? Ja. Wir versuchen mal den Baum jetzt hier komplett da rein zu bauen, zu bringen. Und das war's. Und das war's. Also wir sollten den Baum wieder ranführen. Oh. Heiligsblechle. Ich glaube, das ist nicht gut, was wir da gerade machen. Ich glaube, das ist nicht gut, was wir da gerade versuchen. Wir sollten den Baumstamm öffnen. So, das ist nicht gut. Nichts dagegen, dass wir so viel wie möglich auf einen Schlag machen, aber das ist nichts. Das ist gar nichts. Wo ist da der Baumstamm optimalerweise zu Ende hier? Okay, hier kann ich nicht durchsägen. Ist sehr lustig. Ah, jetzt. Ich habe eben schon Schreck gekriegt. So. Ich denke, so ist das besser und vor allem sinnvoller. Wir versuchen jetzt mal, den Stamm so aufzunehmen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, das sieht schon besser aus, ne? So, jetzt müssten wir allerdings, wir haben den vom Schwerpunkt ein bisschen schlecht. Ich glaube nicht, dass wir den so gestartet kriegen. Nee, das kriegen wir so gar nicht hin. Er versucht es zwar, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter hinter. Dass wir den sozusagen anständig da reinbringen. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Ist natürlich hier schon eine ziemlich krasse Geschichte jetzt, ne? So, jetzt müsste das doch funktionieren. Oder ist der Baumstamm zu dick? So wie es aussieht, ist der, glaube ich, schon zu dick. Ich
glaube, den kriegen wir gar nicht da rein. Oh oh. Oh, hat er sich gerade bewegt? Hat er sich gerade da eben bewegt, bitte? Bitte. Nee, also das wird nichts. Das können wir vergessen. Wir legen den Baumstamm mal auf die Seite. Weil das macht gar keinen Sinn. Das ist ein bisschen unrealistisch, was wir da gerade spielen. Wenn wir den natürlich hier so ein bisschen auf Seiten bringen, ist das gut. So, dann lassen wir den mal einfach da außen vor. Weil das ist Quatsch, was wir da versuchen. Es ist zwar mal nettes zu testen, aber nee, never. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen runter. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, die Steuerung ist, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig für so einen alten Mann wie mich. Wir sehen jetzt gerade nicht so wirklich, wo wir sind. Sollen wir mal schließen? Wenn wir nur einen Baum kriegen, das wäre ja schon mal gut, jawohl. Aber was ich halt schön finde, ist, dass wir, sagen wir mal, doch relativ leicht hier den Baumstamm wieder aus den Händen verlieren. Und uns irgendwie total blöd anstellen. Nein, aber was ich gut finde, ist, dass man hier, wie gesagt, eigentlich größere Stücke benutzen kann. Aber das, was man sich so erhofft, immer hier so das Optimale, man nimmt mal so einen halben Baum und haut den mal schnell da rein, auch das ist nicht wirklich leicht, ne? Es ist vielleicht möglich, aber man tut sich doch ein bisschen schwer. So, wir müssen erstmal ein Stück rüber. Dann müssen wir ein Stück raus. Dann müssen wir ein Stück hoch. Noch ein Stück hoch. Müssen wir ein Stück drehen. Und wir hängen, glaube ich, auch irgendwie hier fest, ne? Das kommt auch noch dazu. Müssen natürlich gucken jetzt hier. So, das sieht besser aus. Ja, eben fängt er an zu futtern. Sieht schon gut aus. Jawohl, friss, 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 friss. Schnapp ihn dir. Mach ihn platt. Und wir kriegen doch ganz gut Hackschnitzel rein. Also hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Oh, sehr schön. Dafür liebe ich diesen LKW. Das ist halt deutlich einfacher. So, aber bevor wir jetzt wieder alles Mögliche verpennen, wir müssen hier schon längst wieder ran. Und das vergesse ich jedes Mal. Das ist nicht gut. Dass ich das hier jedes Mal verpenne sozusagen. Denn wir wollen ja eigentlich weiterkommen. So, und jetzt war ich schon wieder so abgelenkt von der ganzen Baumgeschichte, dass wir ganz vergessen haben, dass hier oben unser Freund total leer ist. Den müssen wir natürlich erstmal auftanken. Das ist das... Ich mache das eigentlich nicht so gerne mit den Hackschnitzeln und den Bäumen, weil man dann eben sehr viel andere Sachen vergisst, sage ich mal. Oder einfach außer Acht lässt. Und das ist nicht optimal. So, einmal Zuckerrüben machen wir jetzt noch voll. Fahren wir mal am besten hier rum. Und dann dürften wir die 8 auch bald abschließen können. Eigentlich sind ja die Hackschnitzel immer so zwischendurch, wenn man mal nichts zu tun hat, ne? Wir brauchen, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt dringend im Moment welche schon brauchen oder noch nicht, aber ich glaube ja. Wir haben ja gesagt, ja doch, wir haben ja in der Heuproduktion keine Hackschnitzel mehr. Da brauchen wir auf alle Fälle welche. Da brauchen wir eine ganze Menge. Deswegen bin ich am überlegen, ob wir den Baumstamm nicht gerade mitmachen. Ja, das machen wir auch. Das machen wir auch. Dann später mit der Baumstumpfräse drüber. Dann haben wir da unten den Baum auf dem Hof schon mal weg. Ich will ja nicht alle Bäume wegmachen. Nur ein paar. So die, die beim Fahren so ein bisschen stören. An manche Bäume hat man sich ja auch schon gewöhnt. Das ist auch gar kein Problem. Aber manche sind halt doch ein bisschen blöd. So, wir füllen nochmal Saatgut rein. LVG hat einen fast vollen Korntank. Das ist die 16. Aber der müsste jetzt auch jeden Moment eigentlich fertig sein. Ich glaube, der ist schon auf der letzten Spur, wenn ich das richtig sehe. So. Den erstmal jetzt wieder auf die 8 hoch, damit wir da fertig werden. Weil wenn die Mission erstmal durch ist, dann haben wir schon mal einen riesen Vorteil. Dann gucken wir auch noch mal, ich weiß nicht, ob wir es heute noch hinkriegen, aber in der nächsten Folge mal, wo wir lagertechnisch stehen. Ich glaube, wir haben zum Teil viel zu viele Körner. Am besten mal alle Tiere rappelvoll machen und dann den Rest verkaufen. Weil wenn alle Tiere mit allem richtig voll sind, bedeutet das, dass wir für 10 Tage die Tiere versorgt haben. So, und da wir hier jetzt nicht mehr viel haben, fangen wir jetzt von der Unterseite an. Das ist der einfachste Weg, damit wir das dann entsprechend gut hier zum Ende bringen. So, ich würde sagen, hier kannst du loslegen, mein Freund. Also Helfer, go.
Den werden wir auch bei Glingert noch nutzen. So, hat die Arbeit erfolgreich beendet, er ist durch. Wir tanken jetzt hier gleich nochmal ab, bevor ich es wieder vergesse. Weil hier haben wir viele Folgearbeiten. Wir müssen pflügen. Dann natürlich auch wieder entsprechend neu einsehen und alles. Aber das wird richtig Zeit kosten. Wir machen zwar alles über Helfer, aber trotzdem muss hier alles erst erledigt sein, ne? So, und wir kriegen hier eine richtig große Menge Mais rein. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. So, gucken, dass wir hier nur anständig stehen. Na komm, zier die nicht so. Ich bin doch da. Na, eben. Jetzt bin ich wieder im Erfassungsbereich sozusagen. Oh, und ich fahre zu schnell. Eieiei. So, und der Kipper wird auch bald voll. Wow. Ich glaube, den Mais legen wir uns aber auf alle Fälle auf Reserve. Weil ich gehe mal davon aus, dass wir bei den Schweinen dann noch ein bisschen was brauchen. Auch in dem Hinblick, dass wir noch mehr Tiere kriegen. Wir kriegen ja trotzdem Geld rein. Das ist jetzt erstmal nicht das Problem. So, und hier haben wir schon fast wieder Kipper voll. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, und da sich das jetzt nicht lohnt, noch zu warten, werden wir das, würde ich sagen, direkt mal runterfahren. Müssen wir gerade mal was gucken. Bei unserem Hofladen gibt es irgendwo eine große Nachfrage für Kartoffeln. Achso. So, Mais bringt natürlich jetzt auch nicht so die Welt. Agrarhandel könnten wir es ganz gut verkaufen. Mais bei den Schweinen, ja, da könnte man noch 50.000 Liter hinbringen, ne? Also da hätten wir noch die Option, da ein bisschen was zu machen. Dann können wir das kombinieren. Wir brauchen Mais nur für die Schweine und für... Ja, eigentlich nur für die Schweine, sonst gar nicht. Okay, dann verkaufen wir den hier jetzt. Und das, was danach reinkommt, das geben wir den Butzen. Dann haben die gut Geld. Gut Geld, gut Mais. Ich laber heute wieder ein Mist, ne? Und wir kriegen trotzdem noch ein gutes Geld rein. So, das wollte ich eigentlich euch mitteilen. Aber manchmal tue ich mir das so ein bisschen schwer. So, weil wir kriegen ja ein bisschen Kohle rein. Und wie gesagt, der nächste Mais, der geht dann komplett runter zu den Schweinen. Damit sind die auch gut versorgt. Dann haben wir eigentlich, was Mais betrifft, alles Wichtige erledigt. Wir müssen natürlich uns dann Gedanken machen, was wir als nächstes ansehen. Auch da haben wir natürlich immer so ein bisschen die Qual der Wahl. Also mit Stroh haben wir gesagt, gehen wir auf die 20. Das bleibt also für hier oben nicht wirklich viel übrig. Lohndienstleistung auf der 8 Uhr, das ist natürlich jetzt gut. Das heißt, den beenden wir. Gott, wir haben schon richtig viele Fahrzeuge hier. Helfer raus. So, Mission auf der 8 ist fertig. Das ist sehr schön. Einsaat können wir jetzt nichts mehr machen, aber gucken mal, was wir hier an Erntemissionen haben. Meine Güte. Was haben wir denn so an Erntemissionen? Da sind ja richtig gute Sachen dabei. Zuckerrüben, Feld 4. Wow. Feld 4, das ist natürlich die blöde Ecke da drüben. Feld 2, Tito, 3 ist auch ganz oben. Und das zum Bahnhof, das sind natürlich immer weite Sachen. Hier, das ginge, aber Mais haben wir gerade gemacht. Sojabohnen auf der 15, das ist eine gute Mission. Die gefällt mir sehr gut. Roggen brauchen wir nicht zwingend. Also ich glaube, die Sojabohnen auf der 15 machen wir. Die Mission akzeptieren wir. Wir sind eh gleich fertig mit unserer Ernte. Da passt das eigentlich optimal. Sojabohnen auf der 15. Da bleibt erstens für uns noch was übrig. Zweitens gibt es da gutes Geld. Und zum Dritten haben wir natürlich den Vorteil, Sojabohnen haben einen sehr guten Verkaufspreis. Das heißt, da können wir dann auch noch mal ein paar Euro extra machen. So, den Freund bringen wir jetzt erstmal nach Hause. Den füllen wir dann später nochmal auf, auch mit Dünger, weil den werden wir ja dann unten auf der 20 wieder brauchen. Also mit Mais sind wir jetzt erstmal, denke ich, gut versorgt. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen, das müsste passen. So, und dann, oh je, dann heißt es erstmal aufräumen, ne? Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Den Flug weiß ich noch nicht, ob wir den schon starten können. Das müssen wir uns anschauen. Wir gehen jetzt mal ganz gezielt an die einzelnen Baustellen ran. Der hier ist fertig. Das ist schon mal sehr schön. Da haben wir nämlich, ach Gott, auch noch mal Sojabohnen. Oh, je, je. So, gucken, dass ich die Wäsche von der Frau nicht erwische. Sonst gibt's Haue.
So, da haben wir auch noch mal Sojabohnen. Mama mia. Ich glaube, unser Lager füllt sich so langsam ganz gut mit Sojabohnen. Das ist sehr, sehr schön. Und wir kippen dann die Sojabohnen entsprechend mal da rein. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich muss nämlich heute leider ein bisschen früher Schluss machen. Morgen dafür ein bisschen länger. In dem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen. Ich gehe hier mal auf die Pause, speichern. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.